Hallo und buenas tardes zu diesem neuen Video. Nachdem ich mich in den bisherigen Videos eher im Hintergrund gehalten habe, fand ich den Moment gekommen, um doch zu Beginn einige Gedanken mit euch zu teilen. Mit dem heutigen Video wird die Reihe der gebauten Kleinfiguren aus dem Star Trek-Universum fortgesetzt, die ich mit der kleinen Borg-Drohne begonnen hatte. Heute widmen wir uns dem Bau der Figur Kira Nerys aus der Serie Star Trek Deep Space Nine. Bevor es zum eigentlichen Bau kommt, möchte ich aber ein paar Worte zu diesem Charakter und den Schwierigkeiten bei der Konstruktion verlieren. Solltet ihr die Serienfigur nicht kennen, könnt ihr im Folgenden ein paar grobe Informationen über den Charakter erfahren. Vollständigkeit wird hier natürlich definitiv nicht angestrebt. Wenn ihr euch für weitere Informationen interessiert, könnt ihr diese auf der unten verlinkten Seite nachschauen. Im Jahre 2343 auf Bajor im Alpha-Quadranten geboren, wächst Kira Nerys zur Zeit der kardassianischen Besatzung mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern auf. Ihre Mutter verliert sie allerdings, als sie gerade einmal 3 Jahre alt ist. Ihre Kindheit verbringt sie größtenteils im Singa-Flüchtlingslager. Als Kind erhält sie auch bereits Bildung in der Religion Bajors. Ab dem Jahr 2355 ist sie im bajoranischen Widerstand tätig und gehört nach der Befreiung des Planeten von der kardassianischen Besatzung zur Crew der Raumstation Terognor, die dann später Deep Space Nine genannt wird. Dort dient sie als Verbindungsoffizier zwischen den Bajoranern und der Sternenflotte. Als Mitglied des bajoranischen Militärs trägt sie den Rang eines Majors. Im Laufe der Serie erlebt Kira Nerys viele Abenteuer. Zum Beispiel wird zu Beginn unter ihrem Kommando die Station zum Wurmloch verlegt, an dem sie schließlich während der gesamten Serie ihren Standort haben soll. Nachdem das Kommando durch Benjamin Sisko während der Serie bekleidet wird, übernimmt Kira Nerys im Jahre 2375 schlussendlich das Kommando über die Station. Eine sehr ausführliche Darstellung der Biografie findet ihr auf der Seite Memory Alpha, die auch in der Beschreibung verlinkt ist. Die größte Schwierigkeit bei dieser Konstruktion war sicherlich die Nase der Bajoranerin. Ihre Riffeln stellen zunächst eine Hürde beim Bau dar, da es keine Steine gibt, die eine 1:1 Darstellung ermöglichen. Deshalb muss man sich annähern. Ich habe mich nach einigem Überlegen schlussendlich für eine Konstruktion aus einer Gröll und einer Plate with Bow entschieden. Diese Teile bilden in meinen Augen noch am ehesten die Nase einer Bajoranerin ab. Alle anderen Ideen, die ich vorher hatte, waren vor allem zu groß, sodass die Proportionen nicht passten, da sich die Nase über die gesamte Länge des Kopfes erstreckt hätte. Das andere Thema, das mich umtrieb, war der Sockel dieser Figur. Ganz grundsätzlich wollte ich ein anderes Design als üblich. Außerdem war meine Absicht zum einen, die Farben Bajors zu verwenden. Zum anderen wollte ich die Rundungen des bajoranischen Emblems in einer gewissen Form zumindest dort auftauchen lassen. Deshalb habe ich mich für die Slopes auf und an dem Sockel entschieden. Nach diesen grundsätzlichen Infos zum heutigen Build wünsche ich euch viel Vergnügen beim Bau meines Assistenten.
Was wollt ihr? Wenn irgendeiner von euch Hundsköppen eine bessere Idee hat, behält er sie am besten für sich und schreibt sie auf gar keinen Fall in die Kommentare. Unter gar keinen Umständen. Und gebt auch dem Video bitte kein Like. Ganz zu schweigen vom Abonnier-Button. Nie und nimmer. Bloß nicht. Bloß nicht. Ah. Wer hat denn den so verhunzt?